Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Natalie und es geht um Daisy Global auf Deutsch und die Frage, die man sich oft stellt, wer ist denn bitte Endotech? Von Endotech habe ich bisher noch nie was gehört, wer ist es denn? So, und auf diese Frage gehen wir heute jetzt ein. Hier nochmal der Haftungsausschluss, bitte lest ihn in Ruhe durch, dafür könnt ihr das Video auf Pause stellen. Ich mache jetzt einfach weiter mit meiner Präsentation und wenn ihr es gelesen habt, löst ihr die Pause wieder und könnt weitersehen. So, nochmal, warum es um Endotech geht. Ich erkläre es euch. Wir haben hier als Beispiel mal die Berechnung, wenn ich bei Daisy mitmache und einen Beitrag leiste, mit dem ich die Stufe 3 buche. Die Stufe 3 ist die für $400. Das heißt allerdings, ich habe vorher die Stufe 2 gebucht für $200 und ich habe die Einstiegsstufe 1 gebucht für $200. Ja? Wie immer gehen 50% in das Trading und 50% in das Crowdfunding, womit jetzt im Moment Endotech Gelder bekommt, und in Provisionen. Bei der Stufe 3 zu einem Beitrag von $400 gehen also 50%, sprich $200, in den Handel. Jetzt habt ihr im Handel ja noch die $100 von der Stufe 2 und die $50 von der Stufe 1. Das macht zusammen $350, die ihr, wenn ihr bei der Stufe 3 ankommt, im Trading habt. So, mal die 350%, die in der Mitte sind von dem, was Daisy schätzt, was man im Jahr mit Handelsgewinnen machen kann. Hier gibt es keine Garantie. Es kann mehr sein, es kann weniger sein. Ich habe jetzt einfach für die Berechnung mal die Mitte genommen. $350 mal 350% gibt $1.225. Davon werden 70% direkt an euch ausgeschüttet. Das macht, wenn alles so kommt, wie Daisy es denkt und wenn die künstliche Intelligenz von Endotech gut arbeitet und schöne Gewinne einfährt, können das um die $857,50 sein. Das ist also wirklich mehr als das Doppelte. Und wie gesagt, keine Garantie, der Betrag kann höher sein, der Betrag kann niedriger sein, es kann sein, dass man bei Daisy sich beteiligt und dann gibt es erstmal 2 Monate ein Minus, bevor ein Plus kommt. Also all das ist möglich, wie gesagt, einfach nur ein Rechenbeispiel, Pi mal Daumen. So, und ich habe das genommen, weil eben hier das Wort Crowdfunding geht und das Crowdfunding passiert im Moment eben für die Firma Endotech und für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, die sie schon seit Jahren im Einsatz haben. Also Endotech ist definitiv keine Firma, die jetzt irgendwo in einer Werkstatt vor kurzem zusammengeschustert wurde, wo dann irgendwie drei Jugendliche von 15, 16 Jahren sitzen und dann wollen die hier Crowdfunding machen. Und wer weiß, was mit dem Geld passiert. Nein, Endotech ist wirklich eine fundierte Firma, die es seit Jahren gibt. So. Es ist also der allererste Technologiepartner des Daisy Crowdfund. Es werden danach mehrere weitere geben. Es ist ein globales Finanztechnikunternehmen. Also Fintech heißt Finanztechnik. Ja? Und es ist spezialisiert auf künstliche Intelligenz für Handelssysteme, also für Börsen. So. Und es gibt eine Roadmap, also im Prinzip was Sie sich vorstellen, dass Sie eben die Daisy künstliche Intelligenz fertig oder weiterentwickeln wollen. Sie wollen sie tunen. Also die KI, die künstliche Intelligenz, die gibt es schon. Müsst ihr euch vorstellen, wie ein Auto, das man kauft. Und dann soll sie jetzt aber weiter getunt werden, damit sie noch besser ist. Also was weiß ich, sie kriegt eine Soundmaschine, sie kriegt bessere Reifen, sie kriegt ich weiß nicht was, ich bin kein so ein Autofreak. Ja, aber die KI wird getunt. So, und dann wollen sie auch im Jahr 2022 an die Börse. Und alle, die sich bei dem Daisy Crowdfund für Endotech jetzt beteiligen, werden, je nachdem in welcher Stufe sie sich beteiligt haben, Anteile an den Aktien, beziehungsweise es kann sein, dass es auch Optionen sind, aber wie auch immer, wir bekommen Anteile, je nach Stufe. Ja? Soweit ich gesehen habe, in der ersten Stufe ist es ein Anteil, in der zweiten Stufe sind es dann, glaube ich, nicht. Na, weiß ich nicht. Also auswendig weiß ich es nicht. Das findet ihr in anderen Präsentationen. Aber wir bekommen Anteile an Endotech, wenn sie an die Börse gehen. Und das ist doch schon mal gut, weil wir
jetzt schon wissen, dass die KI super läuft, dass es ein Unternehmen ist, das einfach schon ein gutes Standbein hat. Und wir können davon ausgehen, ohne Garantie, aber wir können davon ausgehen, dass diese Aktien erstmal einen guten Preis erzielen werden, falls wir sie verkaufen möchten. Oder wir bleiben dabei und kassieren, was weiß ich, alle Vierteljahr, alle halbe Jahr, alle Jahr, keine Ahnung, wie die Ausschüttung sein wird, Dividenden. Ja, so, die Firma Endotech stellt KI, also künstliche Intelligenz, Handelssysteme für die Top-Finanzinstitute bereit. Und ich kann euch sagen, ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem der Vizepräsidenten von Endotech. Sie hatten schon im November 2020, also lange bevor wir mit Daisy da dazugekommen sind, da gab es sicherlich die Verhandlungen mit Daisy, aber die Kunden waren einfach schon da, hatten sie 10.000 Kunden. Und ein Kunde bei Endotech hat mindestens ein Volumen von 1 Million. Also ihr könnt euch vorstellen, die stehen auf guten Füßen. Die Leute vertrauen einem Unternehmen nicht einfach so 1 Million oder 10 Millionen an, wenn sie gerade aus einer Werkstatt rausgekommen sind. Ja? So. Und aus dem Grund, weil es die KI auch schon seit Jahren gibt, gibt es eine nachgewiesene hochwertige Erfolgsbilanz. Wir gucken da auch nachher gleich auf die Seite und dann gehen wir da ein bisschen in die Details. Die Firma wurde gegründet unter anderem von der Frau Dr. Anna Becker. Man sieht es hier leider ein bisschen schlecht. Und sie ist also die führende Wissenschaftlerin im Bereich der künstlichen Intelligenz weltweit. Sie ist ein unheimlich schlaues Köpfchen und sie hat aber um sich herum auch ein Team der Top-Wissenschaftler auf diesem Gebiet zusammengebracht. Also da sind wirklich die Freaks von künstlicher Intelligenz, die absolut Besten der Besten sind da unterwegs. So, hier nochmal ein paar Details zu Endotech. Also sie sind wirklich schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich am Markt mit ihrer künstlichen Intelligenz. Wie ich es gerade schon gesagt habe, sie haben schon mehr als 10.000 Kunden und ein Kunde steigt bei ihnen nur ein ab 1 Million. Wenn wir später von Daisy aus bei denen ein Konto eröffnen können, gibt es Möglichkeiten. Da ist der Mindesteinsatz 10.000 Dollar, aber wie gesagt, da muss man vorher bei Daisy einiges machen und VIP-Kunde werden. Das erkläre ich euch in einem anderen Video, okay? So, sie haben, die künstliche Intelligenz hat über 40 Trading-Algorithmen mit 3 verschiedenen Risikostufen. Und dann gibt es noch Mixturen daraus, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den reinen Risikostufen. Es gibt die Risikostufe Alpha. Und die müsst ihr euch vorstellen wie so ein Alpha-Menschen. Also zum Beispiel in der Tierwelt, das Alpha-Menschen ist der, der vorne ist, der immer schnell und schnell muss alles passieren, es muss Action sein und so. Und das ist die Risikostufe Alpha. Das heißt, da geht es die meiste Zeit, nicht immer, aber die meiste Zeit geht es um schnelle Trades, schnelle Gewinne. Allerdings, wenn alles schnell gehen muss, ist oft auch das Risiko größer. Also die Risikostufe Alpha ist die mit einem höheren Risiko als die Risikostufe Beta. Die Risikostufe Beta ist eher auf langfristige Trades ausgelegt und damit auch eine ganze Ecke sicherer. Und die Stufe Beta, die merkt zum Beispiel... Die Risikostufe Beta, die wartet zum Beispiel auf eine sehr günstige Gelegenheit. Die ist so ein bisschen, müsst ihr euch vorstellen, wie der Donald Duck, der da auf seinem Geld sitzt, wobei das dann nicht das Geld von Endotech ist, sondern das Geld der Kunden, unter anderem unseres. Und die Risikostufe Beta, die sitzt da und will eigentlich nichts ausgeben, sondern höchstens vermehren, aber ja, nichts verlieren. Ja, das ist Beta. So. Und dann gibt es noch eine Risikostufe, die nennt sich Leverage. Leverage ist Hebel. Und die ist mit einem Hebel. Also ein Hebel müsst ihr euch vorstellen, der heißt, wenn der zum Beispiel, wenn der Bitcoin um 1% hochgeht, wenn ich das jetzt voraussage, dann mache ich 5% Gewinn. So, das heißt, das Risiko der Verluste ist aber genauso hoch. Es ist nämlich 5-mal höher, als wenn ich nur trade. Ja, wenn ich sage, der Bitcoin wird um 1% hochgehen und er geht aber 1% nach unten, dann verliere ich aber 5% und nicht 1%. Also Hebel ist immer das höchste Risiko. Und dann gibt es Mischstufen. Risikostufe Alpha kombiniert mit einem Hebel. Risikostufe Beta kombiniert mit einem Hebel. Also wie gesagt, insgesamt 40 Trading-Algorithmen mit den verschiedensten Risikostufen. Und was der Herr in dem Video eben auch erklärt hat,
ist, dass ein typisches Kundenkonto am Anfang, wenn der Kunde sagt, okay, also ich möchte mein Geld vermehren und ich möchte, kalkulierbares Risiko gibt es nicht, aber ein halbwegs überschaubares Risiko, dann legen Sie ihm 50% Beta-Strategien hinein oder Algorithmen, 25%, die haben wir hier noch gar nicht, wo es nur darum geht, zwischen Bitcoin und Ethereum zu handeln, das heißt ohne den Umweg über die Dollar, das heißt man hat keine Kursverluste oder so zum Dollar, egal was der Dollar macht, es geht hier darum, den Bitcoin zu vermehren. Dann machen Sie 12% Alpha-Strategie, damit man doch auch so richtig gute Gewinne mitnehmen kann, wenn mal eine Währung richtig nach oben schießt für ein paar Stunden und dann wieder runter geht. Dann steigt natürlich die KI aus. Oder man merkt, okay, da geht es runter. Man kann ja auch beim Trading auf fallende Kurse gewinnen. Und auch 12,5% Leverage, eben mit dem allerhöchsten Risiko. Auch da, um Gewinne zu maximieren, wenn es die Gelegenheit gibt. Aber wie gesagt, Risiko. Deswegen das sicherste, der Donald Duck, 50%, dann noch 25% Handel zwischen Bitcoin und Ethereum. Und da ist das Ziel, die Bitcoin zu vermehren. Und dann eben jeweils 12,5% Alpha und 12,5% Leverage, die beiden, die das höchste Risiko haben. Okay? So, einfach, das waren noch mal ein paar Details zu Endotech. Gehen wir weiter. So, hier seht ihr ein bisschen, das ist übrigens, wenn ihr es nachlesen wollt, gibt es in allen Sprachen, könnt ihr hier unten auswählen, von der Seite von einem der Top-Leader, daisytron.com, und da findet ihr das, also hier, das ist die Quellenangabe, bitte. Da findet ihr noch den historischen Hintergrund zu Endotech und der Frau Dr. Anna. Und er hat den Daisy Crowdfund mit initiiert, das ist die Dr. Anna Becker. Der junge Mann ist von Endotech auch, das ist der Vizepräsident, mit dem ich das Interview gesehen habe. Er ist, glaube ich, auch von Endotech und die zwei anderen Herren da hinten kenne ich nicht. Muss ich einfach ganz klar sagen. So, aber einfach, dass ihr so ein bisschen, bisschen Gefühl habt, ja? So, und die erste Mini-KI, genannt Strategy Runner, die wurde schon 2001 entwickelt. Also ihr seht einfach die Vorgeschichte dieser KI. So, und es war eben auch Handelslösungen und das eine Firma war, die wurde gegründet mit dem Namen, die wurde 2011 verkauft. So, und hier habt ihr zum Beispiel auch einen Link, wo man sich das nochmal anschauen kann, was für eine Firma das inzwischen ist. Ja? So, dann gibt es Endotech und eben für hohe institutionelle Gelder, wie ich sagte, ab einer Million geht es los. So, hier war es noch einschließlich Family Offices, das machen sie nicht mehr, also Privatkunden können so nicht mehr rein und Hedge Funds. Hier könnt ihr einfach noch ein bisschen weiterlesen über die Frau Dr. Anna und hier ist übrigens die Webseite von Endotech, auf die wir nachher eh noch gehen. Die Webseite wurde übrigens erst 2018 gemacht, um einfach öffentlich übers Internet sichtbar zu sein. Denn grundsätzlich, sie haben so gute Ergebnisse, dass sie gar nicht kein Marketing machen. Sie gehen nicht irgendwo und machen Werbung oder so, sondern sie haben so gute Ergebnisse, dass einige der Kryptobörsen freiwillig ihr Logo draufsetzen und sagen, hey, unser Partner ist Endotech, weil in der Branche haben sie einen Namen, nur wir kennen das alles noch nicht. Und natürlich die Finanzkunden, die zufrieden sind, empfehlen Endotech von Mund-zu-Mund-Propaganda einfach weiter. So, und hier seht ihr das Gebäude, in dem sie drin sind. Also es ist kein eigenes Gebäude, aber sie sind da drin. So, hier einfach mal ein Blick auf die Endotech-Seite. Wie gesagt, wir werden uns da gleich noch verbinden. Und ich bin jetzt einfach mal in den Bereich Portfolio und hier kann man nämlich dann History und Performance sich angucken. Also hier macht es Sinn, dass ihr euch vielleicht auch einfach mal rumtummelt. Hier kann man so einen Test machen, ob man eher jemand ist, der die Alpha-Strategie mag oder die Beta-Strategie. Funktioniert nur, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, weil im ersten Blick sagt vielleicht 90%, ich bin der Alpha-Typ, ich brauche schnelle Gewinne und. Wenn man an das Risiko denkt, kann es sein, dass man doch im Inneren eigentlich ein Beta-Typ ist. Aber gut, einfach nur so als Tipp, das vielleicht mal machen. So, und hier sehen wir einfach mal von der Strategie Alpha ein Ergebnis. Und zwar hier unten, das ist erstmal das Interessanteste. Das hat gestartet im Januar 2018. Und es hatte 21
Monate mit Gewinn, allerdings auch 13 Monate mit Verlust. Und das ist das, was wichtig ist, dass ihr bitte einfach im Kopf habt. Es kann sein, dass wir jetzt zu Daisy dazustoßen und dass es dann vielleicht ein oder zwei Monate mit Verlust anfängt, weil der Markt irgendwie komisch ist oder. Nichtsdestotrotz, es zeigt hier, dass es am Ende mehr Gewinnermonate gibt als Verlustmonate. Ja? Sie haben es geschafft, in den 34 Monaten einen Jahresdurchschnitt an Gewinn von 814% zu machen. Wie ich sagte, diese Strategie ist aggressiver. Wenn alles gut läuft, macht sie allerdings höhere Gewinne. Wenn alles gut läuft. Ja? Aber damit ihr das hier wirklich auch gesehen habt, keine Voraussage auf zukünftige Wertentwicklungen und Gewinne und es dient nur zu Informationszwecken. So, hier ein zweites, hier die gleiche Information bitte. Na, keine Garantie, nur Informationszweck. Hier ist es eine Strategie von der mit Hebelwirkung. Hatte ich euch ja gesagt, da ist es also nochmal höheres Risiko. Und darauf kommen wir gleich zurück. Das Konto ist etwas mehr als über zwei Monate und 10 Tage circa gelaufen. So, Einstieg waren 10.000 Dollar, am Ende waren es knapp 40. Aber, ich sagte euch, hohes Risiko. Der höchste Verlust an einem Tag waren 6.212 Dollar. So, das war wohl nicht ganz in der Anfangszeit, weil sie sagen, das waren 43%, sprich, da musste das Konto schon über 20.000 Dollar wert sein durch Gewinne. Nichtsdestotrotz, ein Verlust von 43%. Wenn es am Anfang passiert, heißt es, ihr habt hier gerade noch mal 3.800 Dollar. Und trotzdem kann es sich wenden. Also, wie gesagt, mit diesen Beispielen ist es mir wichtig, dass ihr A seht, Vervierfachung wie hier ist möglich. Nicht garantiert, es ist möglich. Allerdings wird es auch, so wie wir es hier sehen, ein Gewinnermonat, ein Verlustmonat. Es wird Monate geben, in denen wir auf unserem Konto bei Daisy Verluste sehen. Und das ist das Normalste der Welt. Okay? Das ist mir wirklich wichtig, dass ihr das versteht und dass ihr euch dessen bewusst seid. So, bevor wir da jetzt reingehen, gehe ich kurz rüber auf die Webseite von Endotech und dann schauen wir uns die an. Also hier habt ihr die Startseite von Endotech, ja, und hier da auf den gehen wir gleich drauf. Ich habe es schon vorbereitet. Hier könnt ihr was über die Preise sehen. Also zum Beispiel, wenn man mit 1 Million kommt, als Institution, als Hedgefund und so weiter, man zahlt eine jährliche Gebühr und da haltet euch fest von 125.000 Dollar. Okay? Also das ist nichts für den kleinen Mann. Wie gesagt, wenn wir bei Daisy bestimmte Sachen erfüllen, die sind auch nicht ohne, das muss man auch erstmal hinkriegen, aber dann hat man die Chance, bei Endotech ein privates Konto noch zu eröffnen. Normalerweise geht das nicht mehr. Das ist also wirklich eine Möglichkeit, die uns nur Daisy bietet. So, und hier könnt ihr über ein bisschen lesen, da klicken wir jetzt mal gerade drauf. Da kommen wir, glaube ich, auf die Seite, die ihr vorhin schon in der Folie gesehen habt. So, da seht ihr die Dr. Anna Becker, da seht ihr den Dimitri, den Mitgründer. So, da seht ihr die VP des Produkts und hier, das ist der Herr, mit dem ich das Interview gesehen habe, der VP of Sales, der Adam Rubin. Ja, wir schauen mal ein bisschen weiter nach unten, ob da noch mehr kommen. Nö. Okay, da unten ein paar Presseberichte und so weiter. Also da kann man was lesen, auch über deren Geschichte. Hier die Vision von Endotech. So, was wir jetzt machen, wir gehen in das Portfolio. So, und da ist zum Beispiel eine Endotech Bitcoin Alpha Strategie. Okay, so, da seht ihr einfach jetzt erstmal die Strategie, wie sie funktioniert. So, und da habt ihr zum Beispiel hier unten ein Beispiel. So, das hat begonnen Mitte letzten Jahres, am 30.07.2020, hat aufgehört jetzt vor ein paar Tagen, oder es ist die Statistik von jetzt vor ein paar Tagen. Naja, nee, das ist die Statistik von heute, wenn ich das Video aufnehme. So, und Sie sind gestartet in diesem, mit dieser Sache, mit diesem Algorithmus mit 10.000 US-Dollar. So, im Moment haben Sie da drin, in dieser Strategie, durch Vermehrung 100.000 US-Dollar.
Das macht einen jährlichen Return, also einen Gewinn von 296%. Der schlimmste Tagesverlust, bleiben wir mal dabei, waren $9.175. Ja, da schaut man nicht schlecht, wenn da so ein Minus auf dem Trading-Konto erscheint. Okay, aber trotzdem gibt es irgendwas, kann hier nicht stimmen. Das muss 30.07.2019 sein. Ich denke, da haben sie sich vertan. Oder das ist was anderes und hat mit den Daten da oben nichts zu tun. Das weiß ich jetzt nicht. So, also dieses Konto mit diesen Ergebnissen hier hatte 26 Gewinnermonate und 10 Verlustmonate. Okay, also wie gesagt, dass man immer mal wieder so jeden zweiten, dritten Monat ein Minus auf dem Trading-Konto hat, ist völlig normal. Schaut es euch an, ungefähr alle 3-4 Monate, vielleicht öfter, vielleicht weniger, aber wir schauen jetzt mal, was hier passiert, wenn ich auf Calculate klicke. Ich habe das auch noch nicht gemacht, wir lassen uns überraschen. Okay, nein, also das hier ist einfach ein Beispiel von der Strategie. Die haben sie wirklich anscheinend 36 Monate laufen lassen. Und wenn wir sagen, sie läuft ungefähr jetzt eben ein halbes Jahr, von Ende Juli bis vergangenen Jahres bis jetzt, dann hätte man aus den $10.000 hätte man mit dieser Strategie $5.000 gewonnen. Das ist also 53% in 6 Monate. Das würde uns auf unserem Konto einen Gewinn machen von 15.000. Okay? Ich nehme an, man kann jetzt hier nicht runtergehen auf 100. Doch, klar. Ne, wir haben ja die Hälfte. Wir haben ja 50. Schauen wir mal mit $50. Wir kalkulieren. Mit dieser Strategie hätten wir bei $50, hätten wir $76 jetzt in unserem Trading-Konto. Okay, wir schauen uns eine andere Strategie an. So, also, wir gehen mal auf die BTC Beta. Die ist sicherer, macht aber meistens, das würde ich jetzt erwarten, so wie ich es verstanden habe, geringere Gewinne. Schauen wir uns mal die Beta an. Ich scroll ein bisschen nach unten. So, ihr seht hier wieder die Beta-Strategie bei Bitcoin. Da sind sie auch gestartet mit 10.000 im Konto, haben inzwischen knapp 60, sind auch 36 Monate. Also ihr seht, gleicher Zeitraum, aber der Gewinn ist geringer. Allerdings sind auch die Verluste geringer gewesen. Also der schlimmste Tagesverlust waren dann eben nicht irgendwie 9, sondern sind hier jetzt nur 4.600. Das ist ein Unterschied, ja? Und jetzt machen wir hier wieder für das halbe Jahr unsere $50, die wir mit der Stufe 1 im Trading haben. Und wenn diese Strategie bei uns angewendet worden wäre alleine, dann würden wir jetzt $82,57 in unserem Kundenkonto haben. So, also einfach, ihr merkt, hier könnt ihr spielen. Wenn ihr sagt, ich habe Stufe 1, 2 und 3, dann macht ihr hier $350 rein und rechnet es. So. Allerdings, egal was hier rauskommt, es gibt keine Garantie und das sind jetzt 6 Monate, der 7. Monat kann wieder Verlust bringen. Also das ist einfach nur ein bisschen eine Spielerei, um sich eine Idee zu nehmen. So, hier schauen wir mal, ob wir eine Hebel haben. Alpha, Beta, Leverage. Jawohl, hier haben wir Leverage. Leverage 10 heißt, ich sage, wenn der Kurs von dem und dem Coin sich um 1% verändert, habe ich 10% Gewinn. Allerdings, wenn er sich um 1% verschlechtert und ich habe gesagt, er geht nach oben, dann habe ich auch 10% Verlust. Okay, wir schauen uns mal die Performance vom Bitcoin Leverage von der Strategie an. Hier haben wir wieder Startkapital $10.000. Aus den $10.000 sind in 4 Monaten 123.000 Dollar geworden. So, das ist, glaube ich, das Beispiel, was wir vorhin schon mal hatten, nur dass sie es 2 Monate länger haben laufen lassen. Der schlimmste Tagesverlust waren $6.000 und es gab aber 3 Gewinnermonate, aber auch einen Verlustmonat. Und den Verlustmonat, da möchte ich gar nicht sehen, wie der ausgesehen hat. So, wir gehen wieder hier mit unseren $50 von der Stufe 1 rein und schauen, was da passiert wäre. Okay,
Hier ist es natürlich phänomenal und keine Garantie. Ich wiederhole es euch. Ich habe gerade geguckt, ob ich mich hier vertippt hatte auf 500, aber nein. Die Strategie, die also hier wirklich verzwölffacht hat, verzwölffacht natürlich auch hier. Das heißt, wir hätten $568 Gewinn. Das sind 1100%. Das würde machen 618. Wobei, bitte denkt noch dran, davon bekommen wir nur 70%. Der Rest geht zum Teil noch ins Entwicklerteam, beziehungsweise wird auch noch mal für Provisionen ausgegeben. Ja? Also 70% von 618, also 70% von diesem Geld, von den 568, geht in unser Kundenkonto dazu. Und das ist doch schon wirklich eine ganz angenehme Geschichte. So, und wir haben halt einen Mix aus 40 dieser Algorithmen. Also das waren jetzt drei, die ich euch gezeigt habe. Sie haben noch ein paar mehr hier, aber einfach nur, dass ihr seht, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, und hier könnt ihr ein bisschen rumspielen, wenn ihr interessiert seid. Ich munter euch dazu auf, macht vielleicht auch wirklich für euch mal den Alpha- oder Beta-Test. Wer Englisch spricht, weil das auch eine ganz interessante Geschichte ist, dauert jetzt hier aber zu lange. So, jetzt hier noch was, und zwar die International Business Times. Das ist also eine Zeitung aus dem Bereich der Times. Und wir wissen, die Times ist jetzt nun wirklich nicht zu vergleichen mit einer Bild-Zeitung, sondern ist eher eine fundierte Zeitung. Sie hat über Daisy geschrieben, ein evolutionäres Crowdfunding, und ihr könnt euch den ganzen Artikel lesen, ihr findet ihn hier oben, ja, da ist der Link, geschrieben von einem Thomas Herz, den ich nicht kenne, ist aber auch völlig wurscht. Und ich habe hier nur ein Bild, ich kann jetzt nicht runterscrollen, aber ganz interessant und wirklich eine coole Geschichte, so ein Artikel über Daisy in einer International Business Times zu finden. Ja, also auch das zeigt, wir sind jetzt hier nicht, wir sind kein Schneeballsystem, wir sind nicht, Endotech ist keine Firma, die irgendwo in der Garage gerade vor 3 Wochen gegründet wurde mit langhaarigen Nerds, die gerade mal 15, 16, 17 sind und die jetzt sagen, oh, wir brauchen Geld, weil wir wollen hier was entwickeln, sondern das ist alles sehr, sehr fundiert. Okay, so, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr denkt, ihr möchtet zu uns ins Team kommen, dann kommt zu uns hier unter Telegram, oder wenn ihr sagt, ihr möchtet direkt von mir betreut werden, dann nutzt, wenn ihr zu Daisy stoßen wollt, wenn ihr einen Beitrag leisten wollt zu dieser wirklich fantastischen Geschichte und dann aber auch Belohnungen bekommen möchtet, die möglich sind, dann nutzt meinen Link unter dem Video, um euch direkt mit Daisy zu verbinden. Ihr findet in meinem Kanal auch alle anderen Videos, die euch sagen, welche App braucht ihr, wie macht ihr was, wie kauft ihr die Tron, wie verbindet ihr euch mit Daisy. Das alles findet ihr in meinem Kanal. Da ist eine Playlist mit den Anleitungen Schritt für Schritt und es gibt eben eine Playlist mit solchen Informationen rund um Daisy, wie ich sie gerade hier in dem Video gemacht habe mit Endotech. Ja? Also, wenn es euch interessiert, kommt zu uns, meldet euch an. Wir gehen davon aus, dass die Anmeldungen in 2-3 Tagen, wenn ich dieses Video publiziert habe, wieder öffnen, weil einfach die Webseite dem Ansturm nicht gewachsen war und gecrashed ist. Und jetzt wird einfach, werden viele Bugs fixiert, wird alles Mögliche nochmal optimiert, damit die Webseite dem nächsten Start der zweiten Welle sozusagen, dem Relaunch, sagt man auf Englisch, dem Neustart gewachsen ist. Okay, also bereitet euch vor, wenn ihr teilnehmen wollt. Und heute ist der 26. Vielleicht geht am 28., 29. gehen die Einschreibungen wieder. Aber auch da findet ihr die Informationen zum Beispiel in meiner Telegram-Gruppe, wo ich euch vorab natürlich informiere, dass jeder bereit ist und so schnell er möchte bei Daisy dabei sein kann, um vielleicht auch noch Spillover zu bekommen. Wenn ihr bis jetzt nicht wisst, was Spillover ist, schaut euch das Video an. Also, bis bald. Tschüss.